Ja, moin. Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Lockdown-Tag. Das habe ich mir gemerkt, das lief gestern nämlich schon im Fernsehen. Heute ist der 15. Dezember 2020. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem unserer Biertests. Aber erstmal muss ich natürlich noch ein bisschen was erzählen. Lockdown. Jetzt geht es rüber in den harten Lockdown. Wir hatten das ja schon ein bisschen vermutet, Ina und ich in jedem Fall. Und haben dementsprechend unsere Einkäufe, so gut es ging, schon vorher erledigt. Aber was noch gemacht werden muss, ihr Lieben, vielleicht seht ihr das. Ich habe wieder eine schöne, wunderschöne Matte auf der Birne. Und deswegen bin auch ich einer derjenigen, der tatsächlich noch einen der letzten Termine beim Friseur gekriegt hat heute. Also, es ist jetzt 13:30 Uhr. In 4 Stunden ist es soweit. Der Countdown läuft. Ich gehe nochmal zum Friseur, bevor dann halt lange Zeit das nicht mehr möglich ist. Ich hoffe, ihr habt das genauso gemacht. Kaltes Bier organisieren, ihr Lieben, zu Hause, das wird möglich sein, denn die Getränke, Händler, als auch natürlich Supermärkte, Lebensmittelläden haben alle auf. Ihr werdet also nicht verdursten und vielleicht gefällt euch ja das Bier, um das es heute auch gehen wird hier. Zudem habe ich eine schöne Geschichte. Denn Ina und ich wollten ja wann war das? Im November war das, ne? Anfang November, ja. Wollten wir nach Rügen fahren. Weil wir uns gesagt hatten, Mensch, 2020 war so ein ätzendes Jahr. Wenigstens einmal noch ein paar Tage erholen mit Wellness und viel frischer Luft und einfach ein bisschen raus. Ne? Das haben wir dann kurzerhand natürlich auch wieder storniert, wie alle anderen Urlaube in diesem Jahr auch. Das war 3 Versuche, dreimal storniert. Was war 2020 für ein Jahr? Bei euch ja wahrscheinlich ähnlich. Auf jeden Fall Rügen war das Thema. Wir haben uns sogar wieder einmal wie soll ich sagen, einen Stadtführer hätte ich fast gesagt, gekauft. Einfach ein Heftchen, wo wir mehr über die Gegend, über die Orte erfahren. Haben wir mit Prag auch schon gemacht, aber egal, ich drifte schon wieder ab. Was ich sagen will, ist, es gibt da nicht nur tolle Gegenden zu bewundern und eine Schmalspurbahn und so weiter und so weiter und natürlich die Ostsee und die Kreidefelsen, sondern es gibt da auch eine Brauerei. Eine wisst ihr, favorisiere ich ja schon immer sehr. Das ist die Störtebeker Brauerei. Die ist aber noch nicht auf Rügen. Die ist kurz davor. Die ist in Stralsund. Direkt auf Rügen ist die sogenannte Inselbrauerei. Und um ein Bier von denen geht es heute. Fast auf den Tag genau, vor 2 Jahren übrigens, habe ich tatsächlich auch ein Bier dieser Brauerei getestet. Das war damals das Kreidebier. Genaue Bezeichnung habe ich jetzt gerade nicht mehr greifbar. Aber gestern vor 2 Jahren war das. Ne? Wir haben das irgendwie nochmal kontrolliert bei in unserem YouTube-Kanal hier. Heute geht es um ein Bier, ja, was irgendwie cool aussieht, was einen tollen Namen hat. Das Baltic Gose aus diesem Laden, aus der Brauerei, Inselbrauerei auf Rügen. Und ihr seht vielleicht schon, da ist ein Buckelwal drauf. Und was ist eigentlich Gose? Mein Gott, das sind wieder Fragen heute ohne Ende. Also fangen wir mal vorne an. Die Geschichte dieses Bieres ist schnell erzählt. Der Besitzer, so wurde es überliefert, dieser Brauerei hat einmal einen Buckelwal in der Ostsee schwimmen sehen. Das ist auch nicht so selten, das kommt relativ häufig vor. Und hat dabei diesen genialen Einfall gehabt, einfach, wow, dieses möchte ich gerne irgendwie in ein Bier umsetzen. Dieses Erlebnis, ich habe wieder mal einen Buckelwal gesehen in der Ostsee. Habe ich tatsächlich noch nicht. Erstens kein Buckelwal gesehen und zweitens nicht so eine geniale Idee gehabt. Aber das ist Bucki, der Buckelwal. Und dementsprechend hat dann der Brauereibesitzer dieser Brauerei eben gesagt, wir machen ein Baltic Gose. Denn ein Gosebier, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, ist ein Bier, was ursprünglich aus Goslar stammt. Da haben Ina und ich auch schon mal tatsächlich das Original Gose getrunken. Bekannt ist übrigens auch das Bier aus dem Leipziger Hauptbahnhof, aus dem Bayerischen Bahnhof damals. Da wurde es sehr, sehr lange hergestellt und gebraut. Auf jeden Fall, dieses Bier ist nicht mit Kochsalz gemacht, wie es normalerweise der Fall ist, sondern mit Meersalz gebraut. Das steht hier sogar auch auf dieser in Papier verhüllten Flasche. Und natürlich, so wie es sich gehört, mit Koriandersamen und mit Pfeffer gewürzt. Insgesamt die Zutaten kann ich ja mal vorlesen, sind Brauwasser natürlich, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker,
Der aber wird tatsächlich bei der Flaschengärung komplett abgebaut. Also da bleibt nichts mehr von übrig. Naturhopfen, Hefe, Meersalz und Gewürz. Hier steht dann in Klammern Zucker vollständig vergoren in Flaschenreifung. Traditionelle Methode. 6,5% soll dieses wunderschöne Bierchen haben hier. Ist auch eine coole Geschichte übrigens, ne? Papier um eine Bierflasche herum. Also das alleine, es sieht einfach schon sehr, sehr edel aus. Hat übrigens noch einen weiteren Grund und dann komme ich auch langsam endlich zur Verköstigung, weil Information ist das eine, weil wir wollen ja auch schmecken, wie das Bier hier rüberkommt. Dieses Papier schützt das Bier tatsächlich vor Licht. Das ist ja ganz wichtig. Vielleicht wisst ihr das, wenn ihr so wie wir Getränke auf dem Balkon lagert, denkt aber dann gerade möglichst dunkel. Getränke mögen kein Licht. Bier sowieso nicht, aber auch keine Cola, kein Wasser, Säfte, die mögen alle kein Licht. Kommen wir schon mal zur Bottle Cap. Ich wickel mal so gut es geht, zumindest mal die Bottle Cap so ein bisschen aus hier. So. Und dann können wir nämlich auch einen besseren Blick mal drauf werfen. Da ist das, ja, dieser Manneken mit seinem Hund zu sehen. Und die Inselbrauerei. Ich habe das so ein bisschen vorbereitet hier wieder auf den Bildern im Hintergrund. Also wenn ihr zufällig ein bisschen Lust habt, nebenbei da auch mal hinzugucken, macht das ruhig. Zum Glas möchte ich euch noch eines sagen heute während dieser Verköstigung. Ich nehme das ganz normale Verköstigungsglas, was ich in den letzten ja, Biertests eigentlich so gut wie immer nehme. Ich glaube, empfohlen wird aber trotzdem eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Richtung Sektglas. Auch da wieder im Hintergrund, dieses Bier wurde mit Champagnerhefe gebraut. Und das alleine gibt schon mal sehr viel Schaum und einen sehr edlen Touch. Und das kommt einfach im Sektglas sehr, sehr gut rüber. Oder in so einem, ich sag mal, sehr schlanken, langen Verköstigungsglas. So, genug der Worte, ne? Aber Info muss ja sein, ne? Also Gose an sich übrigens hat mir super gut geschmeckt. Ist einfach ein bisschen säuerlich, das Bier. Das Salz schmeckt man auch ja, an gewissen Stellen so ein bisschen raus. Bin sehr gespannt, wie das jetzt von dieser Inselbrauerei rüberkommt. Alleine auch mit Koriandersamen halt noch und mit Pfeffer eben gewürzt. Bin echt neugierig. Ja. Wie erwartet, ich habe mich natürlich ein bisschen im Vorwege mit diesem Bier ein bisschen auseinandergesetzt. Wie erwartet, toller Schaum. Alle Biere dieser Brauerei bilden extrem tolle Schaumkronen. Sehr, sehr fein, sehr cremig, kann man wirklich so sagen. Und vor allen Dingen sehr stabil auch. Sieht man, ne? Glaub schon. Sehr schön, ehrlich. Also guckt euch das mal an, wie diese Schaumkrone toll haften bleibt. Also viele Proteine dann auch im Bier enthalten. Bernsteinfarben, naturtrüb. Ich bilde mir ein, also das Licht ist natürlich wieder furchtbar. Nachmittags oder mittags um 1:30, kaum Tageslicht. Also, es sprudelt, glaube ich, ein bisschen, aber hat eine tolle Farbe. Trinktemperaturempfehlung ist übrigens 10 Grad für dieses Bier. Und das passt vor allen Dingen zu sehr, sehr deftigen Essen. Also zum Beispiel Chili con Carne wird empfohlen zu diesem Essen. Wow, das riecht schon mal sehr, sehr fruchtig. Oh, also da rieche ich richtig Ananas ein bisschen raus, Pfirsich, Orange. Fantastisch. Also das riecht wirklich sehr, sehr vielversprechend. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Auf euer Wohl. Erster Antrunk, es prickelt wahrscheinlich in meine Bauchnabel auch, aber vor allen Dingen im Mund. Das prickelt richtig. Also es zischt, es erinnert mich total an einen Hefeweizen. Sehr, sehr frisch, sehr fruchtig, fast explosionsartig, was da im Mund gerade abgeht. Wenig Bitterkeit, damit habe ich aber gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bildet sich tatsächlich im Mund auch sofort so eine
klein bisschen Trockenheit, sag ich mal. Ja, und diese Trockenheit verleitet dann auch dazu, dass man gerne den nächsten Schluck wieder nehmen möchte. Also ein sehr angenehmes Bier. Mein Gott, das hat einen richtig edlen Charakter. Ein kleines bisschen säuerlich ist es wirklich im weiteren Nachgang. Also das fällt aber gar nicht auf. Ich bilde mir ein, jetzt sage ich an dieser Stelle auch ganz ehrlich, dass ich das Meersalz herausschmecke. Ja, es schmeckt ein klein bisschen salzig. Doch. Aber diese Mischung ist aber sehr, sehr interessant. Aus einem wirklich fruchtigen Bier mit ein bisschen Salzgeschmack noch. Koriander oder Pfeffer schmecke ich jetzt tatsächlich in diesem Moment nicht raus. Aber eine tolle Mischung, muss ich echt sagen. Gefällt mir. Und das verleiht dazu, die Luft gleich abzulassen wieder. Leute, was soll ich sagen? Also, ich habe, glaube ich, das ist, glaube ich, jetzt, wenn ich mich nicht irre, das dritte Bier, was ich von dieser Brauerei probiere. Vor allen Dingen das Kreidebier habe ich noch relativ negativ in Erinnerung. Da mochte ich die letzten Schlücke schon gar nicht mehr nehmen. So habe ich mich damals geschüttelt. Ist halt auch schon 2 Jahre her, ne? Aber so habe ich es so, sogar noch in Erinnerung. Dieses Bier gehört wirklich definitiv zu den besten, glaube ich, was diese Brauerei anbietet. Oder? Die haben jede Menge im Angebot. Also ich weiß nicht, das Repertoire, das Sortiment habe ich jetzt nicht abgebildet, glaube ich. Aber die haben ganz, ganz viel interessanter, toller, seltener Biere auch. Zu denen gehört auch übrigens dieses. Steht hier richtig drauf. Seltenes Bier. Also das Baltikose von der Inselbrauerei auf Rügen. Wie heißt der Ort nochmal ganz genau? Rambin. Rambin auf Rügen. Kann ich euch empfehlen. Einfach ein sehr edles Bier. Und wenn ich jetzt zu meiner Wertung komme, dann gebe ich von. Ich muss das noch einmal bestätigen. Nicht, dass ich, also es geht wieder um einen Punkt, den ich hier jetzt für mich selber rumfeile gerade. Jetzt habe ich hinten weiter die Zunge gerade belegt, gerade so vom Getränk her. Nochmal intensiv, also ein tolles Bier. Von 10 möglichen Punkten, ihr Lieben zu Hause, möchte ich für dieses fantastische Baltikose 8 geben. Hast du das erwartet, Ina? Ja, deiner Reaktion nach schon. Ihr müsst wissen, Ina und ich machen immer dieses Spielchen. Ich spiele ihr dann manchmal, wenn sie nicht dabei war, die Videos vor und frage sie dann, und was tippst du? Wie viele Punkte gebe ich? Ganz oft liegt sie tatsächlich 100% richtig. Ich habe Oder zwischen 8 und 9 geschwankt. ja, manchmal dann einen Punkt daneben. Also sie hat das ganz gut im Gefühl, was ich so empfinde für diese Biere. Also 8 Punkte, wirklich ein fantastisches Bier, weil das einfach eine Interpretation für euch auch geben wird, wo ganz viel Spielraum ist, wo ganz viel rauskommt, wo man sagt, so, wow, ich bin nochmal überrascht. Also eben der Schluck war ganz anders als die ersten zwei. Tolles Bier, sehr, sehr zu empfehlen. Probiert es mal aus, das Baltikose von der Inselbrauerei. So. Und jetzt geht es gleich zum Friseur und dann geht es in den Lockdown. Ich hoffe, wie gesagt, euch geht es gut, passt schön auf euch auf, durchsteht die Zeit ein bisschen. Das werden, glaube ich, die ruhigsten und besinnlichsten Weihnachten und dann auch ein sehr entspanntes, ruhiges Silvesterfest. Dahorn, ne? Aber wir werden uns in diesem Jahr mindestens noch ein, zwei, dreimal sehen. Ich habe da noch ein paar Bierchen und werde euch in Kürze vielleicht auch eine kleine Neuigkeit zu meinen Biertests mitteilen. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Cuxhaven.